Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen im Tiger-Enten-Club. In den nächsten 60 Minuten passieren zwei Sachen. Zum einen gibt es natürlich das Battle Tiger-Enten gegen Frösche. Und zum zweiten freue ich mich mega auf meinen Gast heute. Er ist Wildnis- und Outdoor-Experte. Ich freue mich auf Tobi. Wir nehmen euch mit in die Wildnis. Und wenn ihr zu Hause ein paar Seile und Schnüre habt, holt sie raus. Wir zeigen euch gleich ein paar coole Knoten. Aber jetzt geht's los mit dem Duell Tiger-Enten gegen Frösche. Tiger-Enten-Club mit Günther Kastenfrosch, Club-DJ Max. Und hier sind Muschda und Johannes. Guten Tag, Leute. Willkommen im Tiger-Enten-Club. Schön, dass ihr da seid. Ich frage mich, könnt ihr zu Hause genauso gut Zungenbrecher wie der Johannes? Oh, hast du einen? Hast du einen? Warte. Komm. Hör gut zu. Fischers, Fritze, Fischt, Frische, Fische. Fischers, Fritz, Fischt, Fische, Frische, Fische, Fischt, Frischers, Fitz oder so. Ich habe noch einen für dich. Okay. Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium. Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium aus Bayreuth. Da kommen meine Frösche her. Hier sind für euch Victoria, Luis und Jonathan. Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium aus Bayreuth. Sehr gut, Johannes. Es wird immer besser. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid, liebe Frösche. Wir wollen euch ein bisschen kennenlernen. Ihr habt viele Stärken. Jonathan macht Karate, spielt gerne Basketball und dazu auch noch Tenorhorn. Luis, du spielst Fußball und schwimmst gerne in deiner Freizeit. Und Victoria spielt Handball, fährt Einrad und Ski. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid auf jeden Fall eine ganz schön fitte Mannschaft, glaube ich. Und jetzt wollen wir die Tigerenten kennenlernen. Die möchte ich euch vorstellen. Sie kommen von der Hermann-Hesse-Realschule aus Göppingen. Hier sind für euch Janine, Noah und Luca. Guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerenten-Club. Team Gelb ist am Start. Sie kämpfen heute um 7 Notbremsen, denn jede Notbremse ist wichtig für den wilden Ritt auf der Tigerente. Und das sind die Tigerenten. Das ist Janine. Ihre Hobbys sind Singen, Tanzen, Musik hören. Sie findet Vanessa Mai toll. Das ist Noah. Seine Hobbys sind Lego bauen. Sein Lieblingsfach ist Geografie. Und das ist Luca. Seine Hobbys Bogenschießen, Reiten und die Feuerwehr. Er möchte später mal Tierarzt werden. Willkommen, liebe Tiger. Geht's euch gut? Ja. Wir kommen zum ersten Spiel. Das ist der Team Check. Beim Teamcheck geht es um diese mysteriösen roten Buzzer. Was es damit auf sich hat, weiß unser DJ, DJ Max. Ja, wir springen jetzt Songsalat. Das heißt, ich habe richtig coole, gute Laune Musik für uns dabei. Und eure Aufgabe wäre es jetzt, liebe Tigerenten und Frösche, die Musik in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist nicht ganz einfach. Ihr haut einfach auf die Buzzer drauf, dann hört ihr immer so einen kleinen Schnipsel aus dem Song. Und wer es als schnellstes schafft, die Musik in die richtige Reihenfolge zu bringen, der bekommt die Notbremse. Die Frösche fangen an und eure Zeit wird dann gleich gestoppt. Genau. Victoria, schnapp dir doch mal die Handschuhe an der Seite. Die darfst du auf dem Weg hierher anziehen. Und ihr, liebe Tigerenten, müsst Kopfhörer aufsetzen. Denn ihr dürft natürlich noch nicht hören, um welchen Song es sich handelt. Und die Reihenfolge sollt ihr auch nicht kennen. Liebe Frösche, seid ihr startklar? Ihr zwei helft Victoria, okay? Dann kann es losgehen in 3, 2, 1, go! Und wenn du stets gemütlich bist, mit Ruhe und Gemütlichkeit, probier's mal mehr Gemütlichkeit. 3. Dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und etwas Appetitliches. 3. Probier's mal mit Gemütlichkeit. 2. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich glaube 4 oder ja. 4. Mach mal 4. 4, ja. Dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du ja den Alltag und die Sorgen weg. 1, 1, 1, 1, 1. Und wenn du stets gemütlich bist. Doch, war richtig. War gut, ja. Jetzt noch 4 und 6. Ja. 4 und 6, ja. Mach 4. 4. Dann nimm es dir, egal von welchem. Egal, wir schaffen es. Jetzt wissen wir es, von vorne, ganz in Ruhe. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, 5. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Sechs, oder?
Sechs, ja, sechs. Und etwas Appetitliches. Nein, nein, nein. Nochmal von vorne. Ihr müsst es euch merken. Probier's mal. Mehr Gemütlichkeit. Mehr Ruhe und Gemütlichkeit. Drei, zwei, vier. Fünf. Leute, kommt schon. Helft ihr. Probier's mal. Mehr Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Zwei. Ja. Mehr Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, zu den Alltag kommt die Sorgen weg. Fünf? Ja, nein, eins. Ja, zu den Alltag kommt die Sorgen weg. Du hast jetzt zweimal die fünf gedrückt. Victoria, du schaffst das alleine. Ich glaube, du hast es schon. Mehr Gemütlichkeit, mehr Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, zu den Alltag kommt die Sorgen weg. Eins. Und wenn du stets gemütlich sechs, bist. Vier. Sechs. Oder? Sechs. Und etwas Appetitliches. Ja. Vier. Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Victoria! Gut gemacht, wirklich. Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier vorne steht. Eure Zeit, 2 Minuten, 30 Sekunden. Und das müssen die Tigerenten jetzt schlagen. Janine, komm bitte nach vorne. Die Kopfhörer, Luca, runter mit dem Kopfhörer. Achso, du verstehst mich natürlich nicht. So, runter damit. Janine. Du hast die Zeit bei den Fröschen gehört. Diese Zeit läuft für euch jetzt rückwärts. Ihr helft bitte Janine beim Herausfinden der Buzzer. Für alle zu Hause, die Reihenfolge haben wir natürlich nochmal durcheinander gebracht. Für die Tigerenten gibt es also genau die gleichen Bedingungen wie für die Frösche. Janine, die Zeit für dich läuft ab jetzt. Und wenn du stets gemütlich bist. Drück mal irgendwelche. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wisch mal da anfangen. Ja, zu den Alltag kommt die Sorgen weg. Probier mal zwei. Und etwas Appetitliches. Drei. Mach mal nach da rein. Wenn du stets gemütlich bist. Probier mal vier. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Drei. Klingt nach dem Anfang. Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Vier. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Drei. Und wenn du stets gemütlich bist. Vier. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Nummer eins. Ja, zu den Alltag und die Sorgen weg. Den Anfang haben wir. Wie geht's weiter? Probier mal zwei. Oder vier und zwei. Dann. Vier war ja Nummer eins. Ja, aber das muss man ja in der Reihenfolge. Genau, erstmal vier, ja. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mach mal sechs. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Super, der Anfang steht. Sechs. Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Vier. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Sechs. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Eins. Ja, zu den Alltag und die Sorgen weg. Hat alles gestimmt. Weiter, kommt Leute. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Du musst von vorne anfangen. Cool bleiben. Fang nochmal an, von vorne. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Eins. Ja, zu den Alltag kommt die Sorgen weg. Drei. Und wenn du stets gemütlich bist. Zwei. Und etwas Appetitliches. Fünf. Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Yes! Janine, weißt du, was gerade passiert ist? Wir waren schneller, 10 Sekunden. Das heißt, diese Notbremse geht an die Tigerenten. Ja. Oh Mann, ich glaube, das nennt man eine schwere Geburt. Aber egal, die Notbremse nehmen wir mit. Notbremse für Team Gelb. Mann, das ist ein nicht so einfaches Spiel. Absoluter Nervenkitzel. Wir spielen hier aber nicht nur wegen des Nervenkitzels und des Goldpokals, sondern auch für die gute Sache. Es gibt 600 oder 400 Euro zu gewinnen und die spenden unsere Mannschaften an eine Kinderhilfsaktion der SWR und SR Herzenssache. Liebe Frösche, wie heißt denn euer Projekt? Also wir spenden an den Zirkus Pepperoni. Ein
wunderschönes Projekt aus Rheinland-Pfalz. Und der inklusive Zirkus Pepperoni braucht nämlich ganz dringend mehr Platz. Denn gerade in Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam an einem Ort trainieren können. Das ist im Moment kaum möglich. Sie müssen ständig auf Schulen oder andere Räume ausweichen. Aber jetzt wird ein Neubau in Angriff genommen und hier ist das Geld richtig gut aufgehoben. Definitiv, und das gilt auch für das Projekt der Tigerenten. Wie heißt denn unser Projekt? Herzenssache, ein neuer Bus Rheinland-Pfalz. Wir unterstützen nämlich mit unserem Gewinn die Förderschule Peter Jordan in Mainz. Viele Kids, die fahren mit einem besonderen Bus zur Arbeit, weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln es einfach zu anstrengend ist und auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber klar, so ein Bus, der muss gepflegt werden, der muss in die Werkstatt. Und dafür wollen wir spenden, und zwar 600 oder 400 Euro. Und damit geht's weiter mit der Jagd auf die Notbremsen. Wir kommen zum Frosch. Hüpfen! Yo. Da darf ich doch einmal bitten, Luis von den Fröschen. Noah, du bist für die Tigerenten am Start. Der Computer gibt euch eine Hüpfreihenfolge vor. Es werden 10 Felder sein. Und die Jungs müssen sich diese Felder merken und nachhüpfen. Also gut aufgepasst, ihr zwei. Einen Schritt zurück, denn hier kommt eure Hüpfreihenfolge. Dann stellt euch bitte in die Mitte. Wir drücken euch die Daumen. Es geht los in 3, 2, 1, go! Das waren die 10 Felder. Noah, du siehst nicht so glücklich aus. Nee. Ich drücke uns die Daumen. Guck mal, dein Ergebnis sehen wir da vorne. Hier kommt es. Oh nein, das erste Feld war falsch. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wie ärgerlich. Nein. Glaubst du, dein erstes war richtig? Ja, glaub schon. Luis, wir schauen mal rein. Da ist er. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Man kann reicht ja auch schon. Das erste richtig gesprungen und es reicht tatsächlich, oh Gott, aber Notbremse für die Frösche. Unsere erste Notbremse, Glück gehabt. Das Froschhüpfen war für beide Teams eine echte Challenge. Luis macht es ein bisschen besser, also erste Notbremse für die Frösche. Damit steht es 1:1. Und jetzt freue ich mich auf unseren Gast heute. Er ist Wildnis- und Outdoor-Experte. Das ist Tobias und er nimmt euch mit in die Wildnis. Das ist Tobi. Er liebt die Natur. Tobende Flüsse, wackelige Seile, schwindelerregende Höhen. Das sind die Abenteuer, nach denen Tobi sucht. Und auf die er perfekt vorbereitet ist, mit allem, was er draußen in der Wildnis braucht. Der Outdoor-Trainer weiß genau, wo es lang geht. Oder er findet einen Weg. Freut euch auf seine Tipps für coole Erlebnisse in der Natur. Jetzt im Tigerentenclub. Er hat den Weg zu uns gefunden ins Studio. Hier ist für euch Tobias Ohmann. Hi. Tobi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. Ein echter Abenteurer im Tiger. Jawohl. Du machst dir gemütlich bei uns. Das mache ich sehr gern. Tobias, du bist teilweise wochenlang in der Wildnis unterwegs, in der Natur. Wir sind hier im Studio. Diese ganzen Bilder sind tatsächlich alle von deinen Reisen. Wahnsinn, das ist richtig. Wo du überall warst. Aber was begeistert dich denn so an der Natur? Also ich muss sagen, einfach, dass es so anders ist. Das im alltäglichen Leben, da hat man so viel Komfortabilität um sich rum, ne? Alles ist auf einen eingerichtet und auf das verzichtet man und darauf muss man sich auch erstmal einlassen und dann sind einfach ganz andere Dinge wichtig und alles ist weit und frei und das ist einfach toll. Du hast ein richtig cooles Motto. Du sagst nämlich, alles, was wir brauchen für 1000 Abenteuer, passt in einen Rucksack. Und so du hast uns deinen Rucksack mitgebracht. Genau. Magst du uns verraten, was steckt da alles drin? Jede Menge Dinge, die man brauchen kann. Das ist jetzt so mein Basisrucksack. Der kann natürlich, wenn es länger dauert, auch erweitert werden. Mhm. Aber da hier sind erstmal die Dinge drin, die man auch kennt. Ne? Sowas wie Sonnencreme, eine weitere Schicht, Jacke, Regenjacke, was man braucht. Dann eben auch so ein paar kleinere wichtige Dinge. Karte, Kompass. Mhm. Ne? Super wichtig. Genau, super wichtig. Weil so ein Smartphone kann ja auch mal leer gehen. Also der Akku absolut. Kann, ja. Erste-Hilfe-Set, immer dabei.
Notfallnahrung und sowohl Sonnenbrille als auch Taschenlampe für taghell und nachthell habe ich hier noch. Und dann wirklich für den Fall, dass ich länger draußen bin, als ich es ursprünglich erwartet habe, habe ich auch immer im Rucksack dabei eine Notfalldecke, Rettungsdecke, einen kleinen Schlafsack und ein paar Seile. Und diese Notfalldecke und diese Seile, die kommen genau jetzt zum Einsatz. Denn was ja passieren kann, wenn man draußen unterwegs ist, es kann anfangen zu regnen, es kann anfangen zu schneien. Und Tobi muss vielleicht übernachten, eine Nacht im Wald. Und du zeigst uns jetzt, Tobi, und euch zu Hause natürlich auch, wie wir einen kleinen Unterschlupf bauen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür zwei Bäume. Die haben wir hier. Die siehst du ja schon, ne? Baum 1, Baum 2. Links, rechts, Stück auseinander. Wir brauchen wirklich die paar Schnüre, die ich gerade schon erwähnt habe, die immer dabei sind, und die Rettungsdecke. Ja, zuallererst müssten wir dafür mal ein Seil an die Bäume knoten. Alles klar. Da legen wir das nachher drüber. Damit würden wir starten. Und dann erkläre ich dir den Rest. Und da kann man auch jedes Seil benutzen, oder? Man braucht nichts Spezielles. Genau. Ich meine, ich habe jetzt hier welche, die halten schon was aus. Ne? Da kann man auch ordentlich dran ziehen. Das sollte jetzt nicht nur so ein Faden sein, aber ansonsten irgendein Schnürchen kannst du dir mal nehmen. Ich zeige dir mal einen Knoten, der hier wichtig ist. Ja, guck bitte. Mal. Das ist der sogenannte Zimmermannsschlag. Da gehe ich einmal hier wirklich um den Baum drumherum. So. Und wickel das hier nur bisschen drum, schwupp, 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 und dann bin ich hier schon auf Spannung. Zieh's mal noch ein bisschen nach, dass du wirklich gespannt bist. Gut. Ich habe probiert, es dir nachzumachen. Ja, ja. Verbleiben wir so. Die Spannung passt. Schon gut. Okay. Und dann hast du noch diese Notfalldecke mitgebracht. Rettungsdecke, genau. Rettungsdecke, die ist sehr, sehr dünn. Die ist tatsächlich in jedem Erste-Hilfe-Set auch drin. Die hat also wirklich jeder zu Hause. Ich habe die nur minimal verbessert, indem ich hier kleine Klebebänder drauf gemacht habe, dass die ein bisschen stabiler an den Ecken ist. Und die legen wir einfach drüber und dann sind wir schon fast fertig. Die Rettungsdecke ist im Grunde unsere Zeltplane. Richtig. Die hält uns dann trocken. Wie kriegen wir denn daraus jetzt ein Zelt? Das spannen wir jetzt mit den restlichen Schnüren, die wir haben, einfach zu den Seiten ab. Und dann haben wir ein Zelt. Tobi und ich bauen weiter an unserem Unterschlupf. So lange sind die Teams gefragt. Wir kommen zur Tiger-Enten-Challenge. Willkommen zurück in der Spiele-Arena. Es geht um die nächste Notbremse und das Spiel heißt... Wie heißt denn? Mit T. Ach so, Turmbau. Wir Richtig. Spielen Turmbau. Was ihr machen müsst, ihr müsst aus diesen Muttern hier, aus diesen Muttern, müsst ihr einen Turm bauen. Das Ganze bitte nacheinander. Ihr müsst also diese Muttern aufeinander stapeln. Und wer den höchsten Turm baut, der gewinnt dann eben die Notbremse. Schnappt euch schon mal die Stäbchen und wir beginnen mit den Fröschen. Beide nochmal tief durchatmen. Und los geht's in 3, 2, 1, go! So. Wir beginnen mit Jonathan. Luca, warte. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt Luca. Okay, der zweite Zug der Frösche. Super. Luca, cool bleiben. Am Anfang geht das wirklich noch recht einfach. Da ist es aber auch wichtig, gerade zu bauen. Genau, man darf dann nicht nach links und rechts. Das Super, sehr gut. Schön, wie unsere Klassen mitfiebern. Ich bin auch ganz aufgeregt. Okay, Luca, deine dritte Mutter. Mutter Nummer 4. Mutter Nummer 4 auch bei Luca. Bloß nicht anecken mit dem Stab am Rand der Mutter. Ihr seid beide richtig. Ihr macht das super. Okay, super, super, super. Ruhiges Händchen, sehr, sehr, sehr gut. Okay, Jonathan, tief durchatmen. Alles wird gut, du schaffst das. Wir sind jetzt bei 6. Okay, wow. Boah, Jonathan, Alter. Lässigkeit. Okay, Luca, ruhig bleiben. Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir langsam in den wirklich kritischen Bereich. Jeder kleine Fehler wird jetzt bestraft. Boah, die Frösche, Mann, eiskalt. Wow. Drei Mutter noch auf jedem Stab. Boah, das hat kurz gewackelt. Hast du gesehen, es hat gewackelt? Oh ja. Bloß nicht gegen den Tisch kommen, Jonathan. Ja.
Der Mann ist am Bogen ruhig und bei uns im Tiergartenclub. Positioniert euch die Muttern. Schön entspannt. Alles wird gut. Ja. Ganz cool bleiben. Absolutes James-Bond-Potenzial hier. Ja. Sehr gut. Okay, Leute. Ist das die letzte? Das ist jeweils die letzte. Ich glaube, das gab es bisher noch nie bei uns im Tiger-Enten-Club. Ganz entspannt. Nein. Okay, das heißt aber noch nichts. Aktuell ist es ein Unentschieden. Wenn Luca die Mutter richtig platziert, der Turm stehen bleibt, gibt sie Notbremse für Team Gelb. Alle Daumen sind gedrückt, auch die 6a, B und D. Geschafft. Luca, diese Notbremse geht an die Tiger-Enten! Ja! Wow, Luca! Wow! Luca, verrat mir bitte deine Taktik. Was hast du gemacht? Ich hab geübt. Hast du zu Hause geübt? Ja. Aber wie bleibt man so ruhig? Keine Ahnung. Keine Ahnung und trotzdem stapelt er 10 Muttern aufeinander. Notbremse für die Tiger-Enten. Achtung! Und hier geht's jetzt weiter mit dem Tiger-Enten-Clubstar. Das musste sein, Entschuldigung. Und da gibt es ein wunderbares Tanzbattle. Wie es funktioniert, weiß unser lieber DJ Max. Hello. Ja, wir haben unser großes Lip-Sync-Battle jetzt. Das heißt, wir werden gleich richtig coole Tänze sehen auf der Bühne. Ganz ohne Gesang, aber dafür mit ordentlich Power auf der Bühne. Und die Songs sind auch zum Glück, ich finde das immer richtig cool, total unterschiedlich. Zum Beispiel der Song von Victoria, ein, wie ich finde, ziemlicher Ohrwurm, oder? Extrem, von Lil Nas X, Old Town Road. Super cooler Rapper, einer der bekanntesten überhaupt gerade in den USA. Ich mag die Songs extrem und der Typ ist halt super wandelbar. Jeder Song ist komplett anders und die Nummer, die ist so richtig Country-mäßig. Er hat sich da auch mit einem Country-Sänger zusammengetan und von daher erwarte ich jetzt mindestens einen Cowboy-Hut auf der Bühne. Also ich kann dir versprechen, Max, du wirst mehr kriegen als den Cowboy-Hut, denn sie hat sich vorbereitet, sie steht gerade Backstage und hier sehen wir schon ein wenig von diesem super coolen Cowgirl-Auftritt. Ich freue mich sehr auf dich. Victoria, das ist deine Bühne. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Cooler richtig, Outfit. Richtig cool. Also ich liebe dein Outfit, das steht dir wirklich richtig gut. Und wie lässig war denn gerade bitte das Pfeifen hier zum Schluss? Richtig gut gemacht, aber von mir gibt es leider keine Punkte, nur Herzenspunkte ohne Ende für dich. Warst du nervös? Ging schon. Warum hast du dir diesen Song ausgesucht? Also ich habe ihn früher schon, wo ich 9 oder so war, habe ich ihn eigentlich auch schon gut gefeiert. Und jetzt ist er wieder in dem Trend und dann habe ich mir gedacht, das passt doch gut. Toll. Toller Auftritt für euch. Bin sehr gespannt auf die Bewertung von Max. Jetzt müssen wir natürlich noch die Tiergarten abwarten. Und da geht es musikalisch in eine ganz, ganz andere Richtung. Von einer Künstlerin hören wir ein Lied, die auch schon hier im Tiergarten-Club war. Und zwar ist das Vanessa Mai. Max, welches Lied hören wir? Wir hören niemals von Vanessa Mai. Super sympathische Künstlerin, wenn ich Interviews höre von der. Die ist wirklich, die macht einfach
Freude irgendwie. Ich finde die sehr, sehr sympathisch. Und die Musik, ja, du kriegst immer direkt alle Hallen, wo sie auftritt, die sind direkt angeheizt. Jeder hat Bock, da mitzutanzen. Und ich glaube, dass Janine sich da ein, zwei Tricks abgeguckt hat von ihrer Lieblingskünstlerin. Und die will ich jetzt auch auf der Bühne sehen. Ich will, dass wir alle gleich mit feiern. Dankeschön, Max. Noch steht Janine im Backstage-Bereich. In wenigen Sekunden steht sie auf unserer Bühne. Sie sagt über sich, sie ist eher so der spontane Typ. Und das wollen wir jetzt auch auf der Bühne sehen. Janine, sei unser Clubstar. Oft zerbrochen, doch es ist noch heil. Wie oft hab ich mich versprochen und versprochen dabei. Hab gedacht, es hält bis ans Ende der Welt. Und dann war die Liebe tot. Jetzt stehst du vor mir und ich setz auf Rot. Volles Risiko. Sag nie. Sag niemals nie, es kommt sowieso anders irgendwie. Sag niemals immer, so läuft es nicht. Es sei denn, es geht dabei um dich und mich. Sag niemals immer, sag niemals nie. Nur für uns zwei gibt's ne Janine von den Tigerenten auf unserer Schubsterbühne. Janine, komm zu mir nach vorne, Mensch. Vanessa Mai ist die Künstlerin, hast du dir natürlich extra ausgesucht. Was findest du an Vanessa Mai so gut? Ich finde ihre Stimme toll. Das hat sie auf jeden Fall. Toll, dass du dich das getraut hast. Es waren zwar wirklich starke Tänze von euch. Lieber Max, du musst entscheiden, wer bekommt die Notbremse? Ich fange mal bei den Fröschen an, bei Victoria. Wow, das ist so ein cooler Song und du hast ihn so cool umgesetzt auf der Bühne. Und du hast dir echt Gedanken gemacht um deinen Auftritt, wie du wirken willst auf der Bühne. Und ich fand, das hat echt ziemlich cool ausgesehen bei dir. Und bei dir, Janine, bei den Tigerenten, du hast dir echt ein paar Tricks abgeguckt. Du hast die ganze Bühne eingenommen. Das fand ich richtig, richtig gut, sich auch zu trauen, gerade bei so einem Song auch nach vorne zu gehen und sich zu bewegen. Mir hat ein Ticken noch die Variation gefehlt bei der Bewegung. Die habe ich mehr gesehen bei Victoria, finde ich. Ich glaube, das ist ganz, ganz knapp. Aber da Victoria auch durchgesungen hat, da achte ich ja auch drauf. Punkt für die Frösche. Jawohl, das bedeutet, diese Notbremse geht an die Frösche. Victoria überzeugt beim Clubstar. DJ Max sagt Notbremse für Team Grün. Und damit steht es weiter unentschieden. Und wir sind zurück im Clubraum. Und Wildnisexperte Tobi und ich, wir haben unseren Unterschlupf fertig gebaut. Fast fertig. Okay, warte. Tobi, mach doch die letzten Knoten. Und Tobi, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Also wir haben gespannt und rübergelegt, hatten wir es ja schon. Und jetzt haben wir das nach allen Seiten abgespannt und haben dazu hier durch das Klebeband, das ich dir vorher schon gezeigt habe, da ist wie so ein kleiner Schlitz drin. Und da haben wir ein Stäbchen festgeknotet. Das funktioniert so ähnlich wie ein Knopf an der Hose, dass man nicht so stark an der Plane selbst zieht, sondern die Schnur sich an diesem Stäbchen festhalten kann. Und im Wald gibt es ja auch genug Stöckchen, die man nehmen richtig, könnte. Ne? Ja. Kann jeder Zweig sein. Ne? Das ist ganz egal, was man da nimmt. Und dann hier haben wir es abgespannt an ein paar Gewichten. Im Wald können das Steine sein oder der nächste Baum oder auch ein Ast, den man in den Boden rammt. Und dann ist das Ding fertig. Und dann haben wir einen richtig coolen Unterschlupf. Hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Richtig. Was natürlich schön wäre, wäre jetzt noch so ein Lagerfeuerchen. Korrekt. Ne? Ja. Und da ist noch eine Sache, die ich jetzt nicht im Rucksack hatte, sondern die ich oft wirklich am Mann habe. Das ist ein Feuerstahl. Was ist das denn? Guck mal, das ist so ein tatsächlich ein spezielles Metall und da ist so ein Kratzer dran und mit dem kann ich hier Stücke rauskratzen. Dabei entstehen Funken und daraus kann man dann, wenn man es gut vorbereitet, ein Feuer machen. Zeig mal, wie der funktioniert. Also pass auf, ich drücke das hier wirklich fest drauf, schieb nach vorne und dann mach's einmal. Oh! Nicht gut, schlecht. Ne? Muss man natürlich sich gut vorbereiten, aber dann kann man selbst mit den Funken Feuer machen. Und vor allem bei dem Ding ist es gar nicht schlimm, wenn das nass wird. Es funkt immer. Ich durfte Tobi besuchen, nämlich im Wald. Und wir haben gemeinsam ein Feuer gemacht. Das schauen wir uns mal an. Denn wenn man diesen Feuerstab verwendet, brauchen wir einen Zunderball. Richtig. Was ist das denn? Das ist einfach sehr feines Material, das trocken ist und leicht brennt.
Ne, da kann man alles Mögliche nehmen. Das ist genau der Zünder, den ihr eben richtig gesehen habt. Ja. Da sind in der Mitte dann so feine Sachen wie ganz dünnes, trockenes Gras. Was super funktioniert bei uns sind Pusteblumen. Die kann man so ein bisschen zusammenwursteln und das fein zusammenpacken. Und dann wird man nach außen hin so ein kleines bisschen dicker mit dürren Zweigen und immer größer. Und dann zündet man es in der Mitte mit den Funken an, pustet Feuer! Und ja, Feuer. Du hast mir erklärt, was wir auch schön hier sehen, das Holz sollte ich aufbauen wie so eine Pyramide. Genau. Warum mache ich das, so ein Pyramidenlagerfeuer? Einfach, dass du schon vorbereitet hast, dass das Feuer immer weiteres Holz als Nahrung findet. Da schiebst du deinen Zunderball nachher rein und musst da nicht noch drauflegen und gucken, was mache ich da jetzt, sondern das ist so vorbereitet, dass du nur den Zunderball reinschiebst und das Feuer sich ausbreiten kann, Nahrung findet und dann hast du ratzfatz ein schönes Lagerfeuer. Darf denn jeder einfach überall ein Feuer machen, wo er möchte? Leider nein, beziehungsweise auch zum Glück nein, weil einfach bei uns, wir haben in Deutschland immer noch viel Wald und im Sommer ist es trocken, wenn du da irgendwo ein Feuer machst, kannst du auch leicht einen Waldbrand verursachen und darum darf man bei uns im Wald sowieso kein Feuer machen und ansonsten auch nur an offiziellen Feuerstellen. Aber wir haben das Glück, finde ich zumindest, in Deutschland gibt es davon genug. Also wenn du mal Lust auf ein Feuer hast, findest du auf jeden Fall irgendwo Platz, wo du das auch mal ausprobieren kannst. Ich muss ja zugeben, ich finde Lagerfeuer total cool, Zelten total cool. Merke trotzdem an mir, wie ich zu wenig in der Natur bin. Warum sollten wir denn alle einfach mehr draußen sein? Einfach, wenn man draußen ist, immer irgendwo ein Abenteuer erlebt. Und das ist das Coole. Also das kann ganz kleine Sachen sein, aber ich war noch nie einen Tag draußen und habe nicht irgendwas nachher gehabt, wo ich gedacht habe, Mann, das war echt cool. Und wenn ich zu Hause sitze, passiert mir das nicht jeden Tag. Deswegen Tobi, raus und Abenteuer erleben. Du hast absolut recht. Also raus in die Wildnis, raus ins Abenteuer. Jetzt geht's weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Wir bleiben noch ein bisschen hier in unserem Unterschlupf sitzen. Jetzt wird's knifflig im Tigerentenclub. Wir spielen Wiss-Quiz, das heißt Muster und ich haben für euch jede Menge knifflige Fragen. Und ihr müsst die logisch, wie so ein Quiz halt funktioniert, richtig beantworten. Ja, die Frage ist, welche Fragen haben wir denn eigentlich? Ja. Wir sagen es euch zu diesen Themen. Also, da hätten wir im Angebot Bibliothek, Tiere, Musik. Sowie Feuerwehr, Natur und Gestüt. Liebe Tigerten, los geht's für euch. Der Zufallsgenerator läuft. Janine, du darfst buzzern, wann immer du möchtest. Und eure Frage kommt aus dem Tierreich und da geht es um Schafe. Ab und zu gibt es eine Extraportion Kraftfutter. Eine willkommene Abwechslung für die gehörnten Gotlandschafe, auch gute Schafe genannt. Im Müritz-Nationalpark sind sie als Landschaftspfleger unterwegs. Sie fressen sich gnadenlos auch durch Dornengestrüpp und halten es kurz. So sorgen sie dafür, dass die Heide nicht von Büschen überwuchert wird und Lebensraum bleibt für eine artenreiche Gemeinschaft von Tieren und Pflanzen. Gute Schafe wurden zuerst auf der schwedischen Insel Gotland gezüchtet. Zu ihren Merkmalen gehört eine Aufhellung um die Schnauze herum. Und das ist die Frage. Wie nennt man diese Aufhellung? Also diese Frage geht natürlich direkt an die Tigerenten. Wie nennt man diese Aufhellung an der Schnauze der gute Schafe? Nennt man sie A. Quarknase, B. Mehlmaul oder C. vielleicht doch Zuckerschnute? B. Würde ich sagen. C. Doch, weil die haben ja auch Kraftfutter gekriegt aus Körnern. Und aus dem Körner kann man vielleicht auch Mehl machen. Ja, B. Ihr habt euch entschieden? Ja. Dann entscheiden sich die Tigerenten für B. Wir loggen das auch ein. Und diese Antwort ist richtig, Leute. Erster Punkt für die Tigerenten. Wir machen weiter mit den Fröschen und der Zufallsgenerator startet jetzt. Es geht um die Natur, genauer gesagt um das Thema Küstenschutz. Über mehrere Kilometer zog sich diese große Baustelle. Dort wurden Befestigungen für die Ostseeküste erneuert. Tausende Baumstämme wurden mit schwerem Gerät in den Grund gerammt. Die Küste der Ostsee ist immer in Bewegung. Für Menschen ist das oft unpraktisch. Die schnelle Strömung parallel zum Ufer macht den Strand immer schmaler. Dagegen helfen diese Befestigungen. Sie heißen Buhnen. Sie können aus Holz oder Steinen sein. Hier ist eine besonders stabile Kombination. Buhnen ragen ins Wasser hinaus. So machen sie die Strömung langsamer. Und jetzt die Frage: Was sollen die Buhnen verhindern? Hier kommt nochmal eure Frage. Wofür sind denn die Buhnen gut? Was sollen sie verhindern? A. Das Verschmutzen der Küste. B.
ein Vermindern der Strömung oder C, das Abtragen von Sand? C, Abtragen von Sand. Dann loggen wir das ein? Ja. Das kam so rausgeschossen gerade. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Gut. Also, es geht ja um das Thema Küstenschutz. Wir loggen ein, C, Abtragen von Sand. Und weißt du das denn, wo du nicht von der Küste kommst? Und weil ich nicht von der Küste komme, weiß ich es natürlich nicht. Ich sag's dir. Echt? Antwort C ist richtig. Danke, du Quarknase. So gut, Jonathan. Gerne, du Mehlmau. Komm mal die Frösche. Weiter geht's mit den Tigerten. Steht 1-1. Der Zufallsgenerator läuft. Und wir haben uns was ausgesucht. Der Zufallsgenerator sagt Gestüt. Und da geht es, um was geht's da? Pferde. Pferde. Ach so. Irina will Pferdewirtin werden. Im Haupt- und Landgestüt Marbach macht sie die Ausbildung zu ihrem Traumberuf. Hier verbringt sie den ganzen Tag mit ihren Lieblingstieren. Jeden Morgen um 6:45 fängt der Arbeitstag an. Stall ausmisten, füttern und Fellpflege ist angesagt. Mag jedes Pferd den Beauty-Salon? Ja, es gibt viele, die mögen es nicht so gern. Da geht man dann langsam vor, schaut halt, was sie mögen, macht dann erst das und drückt halt auch nicht so fest auf und gewöhnt sie dann einfach ganz langsam daran. Aber Schimmel Ripasso liebt seine Pflegestunde. Übrigens, es gibt verschiedene Schimmelarten. Also der Fliegenschimmel ist erstmal ganz weiß und hat ganz kleine braune Punkte oder schwarze, aber ganz klein. Deswegen vielleicht Fliegenschimmel, weil es so ausschaut, wie als wäre er voller Fliegen. So, dann der Apfelschimmel. Sieht jetzt, sag ich mal, so aus, so ähnlich wie der Ripasso. Schwarze Mähne, schwarzer Schweif. Und ist meistens aber hier oben auf der Gruppe noch ein bisschen gräulicher. Meistens haben die auch so Taler, heißt das, so Schimmeltaler noch. Die kommen als Rappe auf die Welt und schimmeln dann aus. Und das kann bis zu 8 Jahren dauern. Pferde haben also unterschiedliche Fellbezeichnungen. Es gibt die Schimmel, ein Fuchs ist braun. Aber welche Fellfarbe haben eigentlich Rappen? Die Pferde schimmeln aus. Wieder was gelernt. Es geht bei der Frage um Rappen. Also Tigerenten, hier kommt sie. Welche Fellfarbe haben Rappen? A, grau. B, beige. Oder C, schwarz. C. C. Ja. Ja, Zahn. Wieso seid ihr euch da jetzt so sicher? Ihr wart da so erleichtert. Mein Opa hat schwarze Pferde und Rappen halt. Wir loggen C ein. Ja. C schwarz. Was glaubt denn die 6 A, B und D? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja! Leute, beruhigt euch! Die Antwort ist richtig! Das sah aus, als würden die gleich durch den Bildschirm hier einsteigen. Ja. Schön, wenn die Stimmung noch gut ist bei den Klassen. Jonathan, du darfst wieder buzzern und zwar ab jetzt. Bitte nicht Bibliothek. Bitte nicht Bibliothek, habe ich gerade bei Luis gehört. Und was haben wir gebuzzert, Jonathan? Bibliothek. Bibliothek. Kinderreporterin Luisa war da extra für uns unterwegs und hat sich nach Kinderbüchern in der Stadtbibliothek umgeschaut. Das ist die Kinderbuchabteilung. Hier gibt es natürlich Bücher, Bücher, Bücher. Die sind nach dem Alter der Leserin oder der Leser geordnet. Und es gibt hier Bücher, die Kinder selbst geschrieben haben und ausstellen. Ziemlich cool. Außerdem gibt es Bücher in allen möglichen Sprachen. Und von einer Autorin gibt es besonders viele. Zum Beispiel das Buch Pippi Longstocking oder wie es auf dem Deutschen heißt, Pippi Langstrumpf. Und das ist die Frage, wie heißt die Autorin dieser Bücher? Liebe Frösche, ich möchte von euch wissen, welche, wie bitte? Astrid Lindgren. Safe. Das wissen wir. Die gute Astrid? Ja. Ja. 200%. Antwortmöglichkeiten. Darf ich noch mal fragen? Und, ja? Ja, ja. Okay, ja. Alles klar. Also, ich mache auch schnell. Welche Autorin hat sich Pippi Langstrumpf, Michael aus Lönneberger und Ronja Roberthofer ausgedacht? A. Astrid Lindgren. Ja, richtig. Ja, ja. Vielleicht auch B? Nein. Cornelia Funke? Nein. Oder C? Margit Auer? Nein. Nein. A. Astrid Lindgren. A. Okay, wir loggen ein. A. Astrid Lindgren. Und kennt ihr Margit Auer? Nein. Ja. Die hat zum Beispiel Schule der magischen Tiere geschrieben. Ach, kennt ihr die Tintenweltbücher?
Kenn ich, aber habe ich nicht gelesen. Von Nea Funke. Astrid Lindgren kennt ihr auch. Richtige Antwort, Prinz die Frösche. Das ging flott bei Team Grün. Liebe Tigerenten, welche Lehrerin passt denn gerade auf eure Klassen auf, die zuschauen? Wisst ihr das? Ich glaube, Frau Kurz. Ja, Frau Kurz? Ja. Frau, Kurz? Ja. Frau Kurz, der Zufallsgenerator läuft und Sie rufen Stopp, wenn Sie glauben, es passt für Janine. Okay, los geht's. Stopp! Frau Kurz, vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt geht es dank Ihnen um die Feuerwehr. Die Hauptaufgabe der Feuerwehr ist es, Brände zu löschen. Aber Feuer ist eben nicht gleich Feuer. Und genau das lernt man hier in der Feuerwehrschule in Koblenz. Matthias, du bist Ausbilder. Welche unterschiedlichen Löschmittel benutzt ihr denn? Ja, zum einen natürlich Wasser. Du hast den Schlauch mit Wasser. Mit Wasser, oder? Ich habe den Schlauch mit Wasser, ja. Ansonsten haben wir hier einen Kohlendioxid-Feuerlöscher für elektronische Geräte. Die Brände werden in unterschiedliche Brandklassen eingeteilt, also beispielsweise Brandklasse A, feste glutbildende Stoffe, oder B, brennbare flüssige Stoffe. Dafür haben wir Pulverfeuerlöscher mit ABC-Brandpulver und natürlich die Ausrüstung für einen Schaumeinsatz dabei. Und damit wir uns das alle ein bisschen besser vorstellen können, probieren wir das jetzt aus. Einsatz Nummer 1, löschen mit Wasser. Vorteil, Wasser ist ungiftig, steht ausreichend zur Verfügung und kann auch aus weiter Entfernung eingesetzt werden. Aber nicht jeder Brand kann mit Wasser gelöscht werden. Einsatz Nummer 2, ABC-Brandpulver. Brennbare Flüssigkeiten werden im Keim erstickt. Das ist ja schon aus. So ist das war ein Stoß. Darf ich noch einmal ohne Feuer? Ja. Einsatz Nummer 3. Fängt ein elektronisches Gerät Feuer, wird das mit Kohlendioxid gelöscht. Ihr seht also, bei der Feuerwehr wird nicht nur mit Wasser gelöscht. Je nach Einsatz ein anderes Löschmittel. Und genau das ist eure Frage. Welches dieser drei Löschmittel wird am meisten eingesetzt? Luca hat mich gerade so angegrinst. Jetzt bin ich gespannt, ob er die Antwort schon weiß. Hier kommt erstmal eure Frage. Welches Löschmittel wird von der Feuerwehr am häufigsten eingesetzt? A. Wasser, B. Schaum oder C. Löschpulver? Also ich vermute Wasser, weil zum Beispiel bei offenen Gewässern in Seen oder so, da hat es das ja eigentlich reichlich. Also wir nehmen... Der Feuerwehrmann muss Wasser. Es ja wissen. Der Feuerwehrmann, der, also ja, ich habe ja nur die dumme Frage gestellt. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen A, sagt Janine. Okay, wir loggen A ein. Und diese Antwort ist, liebe Tigerenten, richtig. Super. Gott sei Dank. Ui. Damit gehen die Tigerenten in Führung. Ja, bisschen das Druck aufbauen. Bedeutet... Entweder wir holen uns jetzt auch eine Notbremse, so wie die Tigerenten, oder wir gehen leer aus. Es gibt nur noch ein Thema, das heißt Musik, genau. Und wir kriegen gleich eine richtig große Pfeife zu sehen. Du bist Musik, Karin. Aber damit meine ich nicht nur die Sehr witzig. Ich meine eigentlich die Orgeln im Film. Diese große Kirchenorgel ist etwa 100 Jahre alt. Man kann sie ganz normal spielen, also mit dem Drücken der Tasten bestimmen, in welche Pfeifen Luft geblasen wird. Der Organist kann aber auch spielen lassen. Und das geht so. In diese Streifen sind Löcher gestanzt, sozusagen die Noten. Durch die Löcher strömt im richtigen Moment Luft und die Töne werden angespielt. Der Organist kann ganz einfach auch das Tempo erhöhen. In jeder Orgel muss die Luft in Bewegung gesetzt werden. Sie wird in die Pfeifen geblasen und bringt sie zum Klingen. Und das ist die Frage, wie nennt man diese Luft? Also, ich sehe ganz verzweifelte Blicke bei Jonathan. Aber erstmal kommt noch mal die Frage. Alles wird gut. Sie lautet, wie nennt man die Luft, die in Orgelpfeifen geblasen wird? A. Zugluft, B. Taifun oder C. Wind? Ich glaube Zugluft. Zugluft, glaube ich auch. Ich weiß nicht, was es da gibt. Zugluft. Also Wind, das sagt man nicht. Und Taifun habe ich noch nie gehört. Und Zugluft. Zugluft, wir hatten doch das. Zugluft, ihr hattet Orgel. Ja, wir hatten eine Musik. Ich glaube, das heißt Zugluft. Ja, Zugluft. Okay, dann loggen wir ein. A
die Zugluft und heute wird das natürlich elektrisch gemacht. Da braucht man keine manuelle Luft. Das ist Taifun ist Quatsch, habt ihr auch gesagt. Früher gab es eine Person, die hat einen Blasebalg getreten und dadurch Luft erzeugt. Das hat sie allerdings im Windwerk gemacht und dadurch ist Wind entstanden. Leider nicht richtig. Das bedeutet, diese Notbremse geht an die Tiegenten. Yes! Tut mir leid, Frösche. So muss das Wiskus laufen. Die Tiegenten jubeln völlig zu Recht. Notbremse für Team Gelb. Und jetzt wollen wir eure Fragen beantworten, die ihr Wildnix-Experte Tobi gestellt habt im Live-Chat auf tiegenettenclub.de. Wir werfen mal einen Blick in den Live-Chat. Und die erste Frage kommt von Mathis. Tobi, bist du in der freien Natur mal wilden Tieren begegnet? Wenn ja, welchen? Ja, und sehr vielen. Okay, auf einmal? Immer wieder. Ich würde sagen, das spannendste und größte Tier war ein Grizzlybär. Ach, aber die sind doch riesig. Die sind riesig, die sind wirklich unglaublich riesig, aber der war sehr freundlich, der war sehr scheu. Ich stand an einem Fluss, um genau die Bären zu beobachten, die da unten Lachse fangen. Und dann kam ein neuer dazu, der Chef. Die unten waren auch alle dann ganz sofort in Hab-Acht-Haltung. Und der kam direkt vorbei. Neben mir aus dem Wald raus und guckte erstmal so und guckte mich an und ich guckte ihn an. Wir waren beide etwas schüchtern und irgendwann hat er sich so ganz vorsichtig vorbeigeschlichen und ist runter zum Fluss und das war ein sehr spannendes Erlebnis. Wahnsinn, das ist wahrscheinlich eine unglaubliche Erfahrung. Die nächste Frage kommt von Noemi Marie. Gute Frage, reist du immer alleine oder mit anderen und was ist, wenn du alleine unterwegs bist und dir etwas passiert? Also, ich reise natürlich viel mit anderen, das ist ja auch mein Beruf, also ich leite Gruppen durch die Wildnis, dann ist man natürlich zu mehrt. Wenn ich privat unterwegs bin, sind wir oft zu zweit unterwegs mit einem Freund, eben, dass man sicherer ist, dass man noch jemand hat, auf den man sich verlassen kann. Wenn ich mal ganz allein unterwegs bin, habe ich tatsächlich immer irgendeine Art der Kommunikationsmöglichkeit dabei. Da gibt es so Satellitennotfallsender, wo wirklich nur drei Knöpfe drauf sind, so nach dem Motto, mir geht's gut, ich brauche Hilfe oder ich komme später so ungefähr. Also am Anfang eher nicht alleine und vor allem zu Hause Bescheid sagen, hey, absolut. Ich bin mal im Wald. Man muss das eine sehr Frage organisiert von sein. Lisa, wann hast du mit dem Reisen angefangen? Oh, Reisen habe ich sehr früh angefangen. Als ich Kind war, sind wir mit meinen Eltern sehr viel gereist, immer gecampt und waren draußen, ne? Waren dann auch in Skandinavien und weit ab vom Schuss und habe das dann irgendwann für mich übernommen und auch dann eben selber die Ausflüge schon gemacht in den heimischen Wäldern, also eigentlich schon immer. Tobi, vielen, vielen Dank für diese Antwort. Natürlich danke an euch zu Hause für diese coolen Fragen. Es kamen so viele rein, Mensch. Jetzt geht's weiter mit den Teams. Wir kommen zu den letzten zwei Notbremsen. Es gibt die vorletzte Notbremse. Dann, wenn diese Kegel da vorne alle umfallen. Muster, ich mach dir Platz. Danke. So funktioniert's. Achtung und Günther aus dem Weg. Der Ball rollt und jetzt werden die Kegel umfallen. Ja gut, wenn der Frosch den Ball frisst, dann passiert es nicht. Aber wenn der Ball durchgerollt wäre, die Kegel gefallen wäre, dann gäbe es eine Notbremse. Jawohl, ich leg mal den Ball zurück und DJ Max gibt das Startkommando. Los geht's. Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Oh, Turbo-Start bei Victoria von den Fröschen, das ist richtig schnell. Super wichtig, da ordentlich Speed mitzunehmen am Anfang. Und Janine muss jetzt gut aufholen. Los, Janine. Geht durch den Tunnel. Ah, da bleibt sie ein bisschen hängen. Die Tiegenten liegen echt so 3 Meter, 4 Meter zurück. Janine, auf die Beine, komm! Jawohl, ich sehe schon die Frösche. Das ist ein gutes Zeichen. Und Janine. Komm, jawohl! Schon, komm schon! Sehr gut, Victoria, bleib dran, sehr gut! Janine, zieh durch! Richtig gut, du schaffst das! Schnapp dir den ersten grünen Ball. Jawohl, Janine, und jetzt komm. Hau sie alle um. Weiter geht's. Ja! Ja! Du schaffst das! Einer noch! Weiter nach links! Ja! Nach links! Schnapp den Ball, Janine! Nicht warten! Dollar! Ja! Oh. Vorbei, Leute! Wow! Das war ein Riesenvorsprung. Das bedeutet, diese Notbremse, sag's mit mir zusammen, geht an die Frösche! Okay.
Es geht jetzt um die letzte Notbremse des Tages und Luis wird jetzt gleich gegen Noah antreten in unserem heftigen Kletterparcours. Check den bitte mal ab. Es geht los über unsere Hängebrücke. Man muss sich über diese Hindernisse hindurchziehen. Dann kommt der Tarzansprung. Einmal mit Vollkaracho rüberschwingen und dann werden noch mal Körner gebraucht. Dann kommt unser Hangelhindernis. Da muss man sich durchkämpfen. Und wenn man denkt, es müsste doch eigentlich vorbei sein, denkste, da kommt unser Spinnennetz und ganz auf der anderen Seite ist die Glocke. Wenn die Glocke betätigt wird, dann stoppen wir die Zeit und diese Zeit läuft dann für uns, für die Tigerenten, rückwärts. Das wird richtig spannend. Den Anfang macht jetzt Luis und es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon! Los geht's, Luis! Die Zeit läuft. Zack! Jawohl! Das sieht sehr kontrolliert aus, was Luis da macht. Und vor allem auch konzentriert. Konzentriert und dafür aber auch fehlerfrei. Jetzt kann er ein bisschen Tempo aufnehmen. Und jetzt mit Schmackes darüber. Ja! Jawohl. Luis, und jetzt noch einen kleinen Zahn zulegen. Du machst das richtig gut. Und nach vorne. Ja, sehr gut. Und direkt den nächsten Fuß. Direkt den nächsten, ja. Und den Fuß nach vorne. Jawohl. 40 Sekunden auf der Uhr. Schneller, schneller, Luis. Komm schon, du schaffst das. Ich weiß, das ist anstrengend, aber zieh's durch. Wir brauchen noch eine Notbremse. Wie steht's denn eigentlich gerade? Aktuell führen die Frösche mit einer Notbremse. Okay. Und die Tigerenten. Nee, Gleichstand. 3-3, ja. Stimmt. Aktuell steht es 3-3 auf dem Notbremsenkonto. Also ein Team geht mit einem Vorsprung ins Finale. Komm schon, Endspurt durch das Spinnennetz. 1:18. Schneller, Luis, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Große Schritte machen. Ich weiß, es lässt sich so leicht sagen von hier unten. Du machst das klasse. Du bist fast im Ziel. Zähne zusammenbeißen, du bist gleich da. Die Glocke wartet auf dich. Komm, 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 go, komm, komm. Go, 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 go. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? 1 Minute und 49 Sekunden. Diese Zeit gilt es jetzt zu schlagen. Noah, ich glaube an dich. Hol uns diesen kleinen Notbremsenvorsprung fürs Finale. 1:49. Es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon! Jawohl, zieh dich hoch! Kein Problem, einfach weitermachen. Kurz abgerutscht, aber Noah bleibt cool. Und nimm das Seil und schwing rüber. Sehr gut. Und jetzt übers Hangelhindernis. Komm schon, das kostet Kraft, aber die hast du noch. Immer das nächste Bein direkt rüber, damit du Zeit sparst. Genau, direkt weiter. Komm schon, direkt weiter. Keine Angst haben. 1:10 noch. Das kann man definitiv schaffen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rüber mit den Beinen, rüber. Komm, 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 komm. Sehr gut. Beißen, Noah. Deine Klasse feuert dich richtig an. Die 6 A, B und D. Gib mal richtig Gummi jetzt. 50 Sekunden. Komm, durch das Spinnennetz. Du kannst das schaffen, das ist genug Zeit. Genau, genau, das ist anstrengend, aber zieh's durch. Da lassen komm schon, die Kräfte komm natürlich schon. Immer nach. Das ist echt fies. 20 am Ende. Sekunden noch, Noah. Ja, komm, komm. Das Spiel ist entschieden. Lieber Noah, ich sage vielen, vielen Dank. Du hast 20 Sekunden schneller. Das heißt, die letzte Notbremse geht an die Tigerenten. Was eine Leistung von Noah. 20 Sekunden ist er schneller. Das wird belohnt. Es gibt die letzte Notbremse für die Tigerenten. Und das heißt, sie gehen mit einem kleinen Vorsprung ins Finale. Es steht aktuell 4:3. Aber es entscheidet der wilde Ritt auf der Tigerente.
willkommen zum großen Finale. Es geht um diesen wunderschönen Goldpokal. Den dürfen wir aber leider nicht mit nach Hause nehmen. Nein. Sondern entweder die Tigerenten oder die Frösche. Es kommt darauf an, wer länger auf der wilden Ente sitzen bleibt. Die Tigerenten haben sich hier 4 Notbremsen erspielt, die Frösche 3. Ansonsten gibt es ein paar Spielregeln. Bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten, dann geht die rote Lampe an, dann ist der Ritt vorbei und ihr müsst die Notbremsen einsetzen. Wenn ihr das tut, hält die wilde Tigerente ganz kurz an. Das heißt, ihr beide könnt ganz, ganz kurz durchschnaufen. Dann beginnt das große Finale. Oh Gott, ich bin gespannt. 3, 2, 1, go! Luca, 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 Luca. Noah, wir haben 4 Notbremsen. Ja, nicht so lange zocken. Schau auf Luca. Schön nach hinten lehnen mit dem Oberkörper. Die 6 A und B und D muss anfeuern, Leute. Halt die Hand ready, halt die Hand ready. Noah, mach dich bereit. Die erste Notbremse ist raus. Sehr gut, Jonathan, zieh durch, du schaffst schön das. Schön zurücklehnen. Luca, 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 Luca. Schön mit den Beinen, jawohl, sehr gut. Und gib ihm die Chance. Noah, Notbremse, mach wieder Notbremse. Noah, nicht so lange zocken, Noah. Du musst die früher setzen. Nicht wegkommen, nicht wegkommen. Immer ziehen. 2 zu 2. Setz sie bitte früher. Noah. Und setz dich hin, setz dich richtig hin. Du schaffst das, Victoria. Gleich nochmal drücken. Okay. Wenn er durchhalten, wir haben keine mehr. Musst du drücken. Lehn dich zurück, bleib cool, lehn dich zurück. Uiuiuiui. Jetzt stopp. Wir haben es geschafft. Ja! Ja! Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Dieser Goldpokal ist für euch. Wow. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frösche, ihr wart großartig. Das hat richtig Spaß gemacht und natürlich gibt es auch einen richtig coolen Silberpokal. Der geht heute an deine Mannschaft. Die Tigerenten haben gekämpft bis zum Schluss. Noah hat noch einen kleinen Stunt hingelegt. Für die Tigerenten gibt es heute den Silberpokal. Es hat mir großen Spaß mit euch gemacht, Leute, ja? Was ein krasses Finale. Die Frösche lagen hinten, die Tigerente haben geführt. Aber hier der entscheidende Moment. Das ist der Moment, in dem die Tigerente fällt. Das heißt, für die Frösche gibt es heute den Goldpokal. Glückwunsch an Team Grün und danke fürs Einschalten. Das war's für heute im Tigerentenclub. Wir sagen danke und danke an Tobi. Gerne, sehr eine gerne. Ente für dich als vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg bei deinen Abenteuern. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, nächste Woche im Tigerentenclub. Bis dahin, tschüss. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.